Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen DM-Haul für euch und ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier auf dem Boden sitze. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt. Normalerweise habe ich ja hier voll alles aufgebaut mit Softboxen und so weiter und sitze nicht auf dem Boden. Aber für alle, die mich nicht kennen, ich habe vor kurzem ein kleines Baby bekommen, das gerade schläft und deshalb nutze ich die Zeit. Ich war nämlich bei DM und habe mir gedacht, ich drehe euch ein Video dazu ab, denn es gab ja vor einer halben Ewigkeit den letzten DM-Haul und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Sorry, dass es jetzt nicht so super professionell mit unscharfem Hintergrund und so weiter ist. Ich denke, da legen wir jetzt einfach mal keinen Wert drauf und ich versuche auch, dieses Video dieses Mal nicht zu schneiden. Mal schauen, ob mir das gelingt und mal schauen, ob ich dieses Video überhaupt hochladen werde, denn ich habe immer super hohe Ansprüche. Aber ich mache das jetzt mal wie auf Instagram. Ich quatsch einfach in die Kamera und gut ist. Also, wir starten durch und zwar hat mir einiges an Putzzeug gefehlt und deshalb habe ich da wieder nachgekauft. Zum einen dieses hier von Sacrotan, mein Allzweckreiniger. Den verwende ich immer für meine Fliesen hier oben in der Küche, in den Bädern und unten am Eingang. Hier haben wir ja Parkettboden, wie ihr sehen könnt. Genau, damit kann ich natürlich nicht dran. Aber wie gesagt, für die Fliesen ist das wirklich super, dieses Produkt. Ansonsten war das auch leer in meiner Waschküche und zwar von Perwoll für meine schwarze Wäsche. Genau, ganz, ganz wichtig. Und es duftet so gut. Wenn ihr mal bei DM seid, dann schnuppert mal da dran. Das ist wirklich richtig gut. Ansonsten, das musste auch wieder mit. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, dass ich das immer wieder nachkaufe. Ich putze damit mein Ceranco-Feld. Ja, man sollte es, glaube ich, nicht damit tun, aber ich mache es und es wird immer ganz, ganz doll sauber. Ansonsten verwende ich es natürlich auch für den Backofen, ist klar. Dann durfte mit, hier ist übrigens mein Täschchen. Das habe ich immer dabei, damit ich keine Tüten kaufe. Tüten sind ganz schrecklich. Und deshalb habe ich dieses Beutelchen immer dabei oder ein anderes. Ist jetzt auch scheißegal. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich habe ein Schimpfwort gesagt. Das würde ich jetzt sofort rausschneiden. Also gut, machen wir weiter mit Beauty. Und zwar, also ich habe hier alles ganz durcheinander, ne? Ich habe mir mal diese Augenmaske hier mitgenommen. Ich fand die vom Packaging total ansprechend. Und deshalb durfte sie mit. Ich bin da ja voll der Monk, ne? Ich liebe es, mir hier Produkte drauf zu klatschen. Ich habe auch so eine große Brille, damit ihr hier diese Problemzone nicht seht. Da sind nämlich schon ein paar Falten. Und ja, ich bin gespannt, wie das Produkt ist. Es ist ganz neu. Ich habe es auch noch gar nicht gesehen bei DM. Ich war aber auch schon lange nicht mehr bei DM, außer Windeln kaufen. Und ja, mal schauen, ich werde euch darüber berichten. Dann habe ich mir von Garnier auch noch so ein Produkt mitgenommen. Und zwar ist es auch wieder für unter die Augen eine, Aquatuchmaske. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hyaluronsäure, wenn ich das lese, ne, da bin ich ja ich, ne? Hier bin ich, das möchte ich haben. Genau, dann habe ich mir Abschminktücher mitgenommen von BB. Mein Abschminkprodukt von Garnier, dieses Zwei-Phasen-Teil, ihr wisst, was ich meine, was ich mir immer nachkaufe, habe ich noch, genau, habe ich auch schon verwendet, wollte ich euch auch eigentlich zeigen, weil ich das vor ein paar Tagen gekauft habe, aber ich möchte halt noch ein, eine Alternative, genau, abends einfach so ein Ding raus, schnell abschminken, abwaschen und gut, ne? Wenn man sich nicht so stark geschminkt hat, dann geht es klar. Dann wollte ich mal das hier probieren. Das hat mir meine Freundin empfohlen. Mit der war ich nämlich bei DM. Und zwar ist es von Nivea. Diese Reinigungstücher. Keine Ahnung. Das Bambi hat mich auch angesprochen. Wir Frauen sind so. Naja, keine Ahnung. Mal schauen, wie die so sind. Eigentlich verwende ich ja immer die von Neutrogena. Aber die gibt es in unserem DM nicht. Wir haben einen Mini-DM. Da bist du in 2 Minuten durch. Du gehst rein und bist schon durch. So. Naja, egal. Dann habe ich das hier mal mitgenommen. Das kenne ich noch nicht. Irgendwie ist es voll komisch, weil meine Waschmaschine riecht nicht mehr so gut. Also wenn man die Tür aufmacht, also die Trommel. Ich weiß nicht, ob es am Waschmittel liegt, das ich jetzt neu ausprobiert habe. Das hatte ich euch auch auf Instagram gezeigt. Das sind diese Teile, die man so reinlegt.
keine Ahnung, von Ariel, glaube ich, sind die. Und die hat der Max bei Amazon bestellt, gleich in dreifacher Ausführung, also drei so Pakete. Aber das ist nichts. Ich glaube, dass deshalb die Waschmaschine stinkt. Und eine Waschmaschine sollte nicht stinken. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist von Frosch. Und ja, auch darüber werde ich euch berichten. Dann durfte natürlich wieder mein Deo mit von Rexona. Das kaufe ich mir immer nach. Wirklich, ich habe euch das schon so oft in die Kamera gehalten. Also Rexona, wenn ihr mal mit mir zusammenarbeiten wollt. Nein, kleiner Spaß. Ich finde das mega und das muss immer, also als Backup noch hier im Schrank sein. Ich liebe das. Das ist so genial. Und ich habe immer das Blaue. Das gibt es ja auch noch in der pinken oder rosanen Version. Ich dachte, dass das für Frauen ist. Aber das duftet lang nicht so gut wie dieses. Seht ihr, da würde ich jetzt schon wieder schneiden. Ich lasse es drinnen. So, dann habe ich noch dieses hier. Und zwar ist es für die Spülmaschine. Und für die Waschmaschine, sehe ich gerade, oder? Maschinenkalker. So sieht das aus. Ja, warum habe ich das jetzt doppelt mitgenommen? Wahrscheinlich, weil ich die beide testen möchte und schauen möchte, welches besser ist. Dann habe ich noch diese Taschentücher hier mitgenommen. Genau, von der DM Eigenmarke ist das wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich hier auch wieder das Packaging angesprochen. Okay. Dann durfte Tee mit. Türkischer Apfel. Das ist unser liebster Tee, also vom Lissandro und von mir. Den mögen wir super gerne abends. Ne, machen wir uns den immer und der ist echt total lecker. Der war leer. Dann noch dieses hier. Ja, dazu gibt es auch eine Geschichte, aber die erzähle ich euch jetzt nicht, weil sonst wird das Video zu lang. Und zwar ist es jetzt von Meister Propper für die Küche. Habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt. Werde ich auch mal testen. Das da, dazu gibt es auch eine Geschichte. Und zwar, ja, verarscht mich da mein Bruder. Egal, dann habe ich noch Zahnpasta gebraucht und zwar diese hier. Ich verwende im Moment eigentlich eine andere, die der Max total liebt. Und zwar ist die von Blender Med, glaube ich. Und die hat so, ja, so Körner drinne, ne? Und das ist so unangenehm. Also ich mag die gar nicht. Ich kann euch das ja mal einblenden, welche ich meine. Ich verwende immer diese hier. Und zwar Odol Med 3. Deshalb durfte die jetzt auch noch mit. Und dann bin ich richtig traurig, dass ja, Desorge, hier ist übrigens mein Kassenzettel, dass Desorge mein liebstes Shampoo aus dem Sortiment genommen hat. Richtig ätzend. Also ich habe eigentlich immer das Pinke. Und ich habe mir jetzt das gekauft, das war auch reduziert. Ich glaube, was hat denn das gekostet? Anstatt 5 Euro noch was hat es, wartet, ich habe es gleich, Stunden später. ja, hier, 3,55 gekostet. Anstatt 5 Euro noch was. 5,75 glaube ich. Ich habe mir gleich 2 Stück mitgenommen, weil es eben reduziert ist. Und ich bin wirklich total traurig, weil ich mit dem anderen Shampoo total super klargekommen bin. Und ich merke gerade, dass es vom Geruch auch ein bisschen anders ist. Schade, Desorge. Schade. Schade, Schokolade. Also gut, so viel dazu. Dann hat mir L'Oreal ein kleines Paketchen heute Morgen zugeschickt. Es gibt was Neues. Und ich bin ein kleines Maskenopfer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das schon bei DM gibt. Wartet mal, wir schauen mal nach, ab wann es das gibt. Ab März 2019 für 4,95 Euro und zwar diese Maske Tonerde Absolut. Und jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, wie sehr ich Masken liebe. Also da habe ich mich echt total doll drüber gefreut. Das ist scheinbar Malve. Ich habe es mir noch gar nicht richtig durchgelesen. Jedenfalls wollte ich euch das auch zeigen. Also für alle, die auf Masken stehen, ist es vielleicht auch was. Ich werde euch da auf Instagram berichten. Da ja, seht ihr auch immer, wie ich aussehe. Ich habe ja auch so eine blaue. Da bin ich dann immer ein Schlumpf. Und dann habe ich noch eine gelbe. Da bin ich ein Kürbis. Ich ziehe mir dann auch die Pullis dementsprechend an. Also total eine Schugge bin ich manchmal. Ja, und das war es eigentlich jetzt soweit von meinem kleinen, aber feinen DM-Haul, der ratzifatzi gehen musste, weil ich ja den kleinen Mann dabei habe. Immer. Und deswegen, ja, muss es natürlich alles schnell gehen und vielleicht hört er es gerade, er wird wach.
Und es passt natürlich super gut. Ich bin nämlich jetzt auch fertig mit meinem kleinen DM-Haul. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mich das gerne mal wissen. Ja, dass es jetzt nicht so super hochprofessionell hier alles aufgebaut wurde, will ich auch gar nicht sein, denn keiner ist perfekt. Und das sollte halt jetzt schnell gehen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Da ist es meist lustig. Ich habe da immer die Story of my life, weil jeden Tag irgendein Scheiß passiert, der ja, ziemlich witzig ist, dann am Ende des Abends. Und ja, da würde ich mich super doll freuen. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal natürlich auch kostenlos abonnieren. Und dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Ich darf jetzt zum Beispiel übrigens, nochmal ganz kurz, einen Kinderwagen verlosen auf Instagram, der einen Wert hat von 800 Euro. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Genau, kostenlos abonnieren und dann könnt ihr mitmachen, falls ihr einen Kinderwagen braucht. Oder eine Freundin, kann ja auch sein. Also gut, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch nur das Beste und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Ungeschnitten.